Auf der einen Seite hilft dir dieser Weg zur Spiritualität, aber mit Meditation, aber wirklich alles, ne? Mit allem. Also mit Ruhe finden in dir selber in einer Session als einen Weg. Die Liebe kultivieren, Freundlichkeit in einer Session, aber auch auf deinem Weg immer wiederkehrend. Und das Wichtige ist aber die Selbsterkenntnis. Ne? Und das ist, gibt es als Mindfulness den ganzen Tag über. Ursprünglich nannte sich dann das im Buddhismus Vipassana. Und da eben festzustellen, was, wie man sich selber im Wege steht. Das gehört dazu. Also zum einen zum Qigong eigentlich, zum Yoga sowieso. Ne? Aber das Sitzen eben auch, das ist wichtig. Also es ist zentral. Also das, was wir in dieser Termin hier, wo keiner zu kommt oder selten jemand, das ist der Wichtigste. Das ist das A und O. Das ist der Angelpunkt, woraus alles entsteht, wo man wieder zurückkommt. Das ist das Wichtigste. Ne? Das, was keiner mag. Und die Bewegungen sind auch sehr schön, aber wenn man diese Selbsterkenntnis, dieses Bei-sich-Sein nicht geübt hat, dann ist man quasi immer wieder auf dem Affenabweg. Ne? Das ist das Problem. Und den lernt man eben, also es ist quasi, ne, das eine schließt das andere aus. Ihr lernt immer mehr den Affengeist kennen und lasst euch von dem nicht mehr so leicht auf die falsche Fährte führen. Ja, Affengeist ist schneller, höher, weiter. Ne, mehr Unterhaltung. Und da, wo die Weisheit herkommt, ist eben Ruhe, Stille, Pause. Ne, langsamer. Ihr könnt euch ja mal bei einer Bewegung, die ihr sonst schnell macht, mal mit Absicht die ganz, ganz, ganz langsam machen. Dann wird das alles deutlicher, was da passiert. Also von daher wird es alleine ohne Meditation schon vielleicht einsichtig, was das soll. Ja.